Privatsphäre, Einstellungen auf Facebook, Teil 2. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin Moderierender Magier und Sie schauen websitemarketing.ch. Das letzte Mal habe ich beschrieben, wie die ganzen Verbindungen eingestellt werden können. Diesmal geht es um die Markierungen, ein extrem wesentlicher Punkt, denn hier geht es beispielsweise auch um Bilder, die dann in meiner Timeline erscheinen, die irgendwer hochgeladen hat, mich darauf markiert, getaggt, sagt man dem, hat beispielsweise Till Late war unterwegs, hat irgendwann an der Party ein Foto von mir geschossen, hat das mit meinem Namen getaggt. Mittlerweile kann das Facebook sogar automatisch machen, erkennt mein Gesicht automatisch, lädt das hoch und je nachdem sehen dann das meine Freunde und ich bin nicht unbedingt stolz drauf. Das kann ich hier vermeiden. Wiederum gehe ich hier über die Privatsphäreneinstellungen hier rein, gelange dann in diese Übersicht und klicke jetzt hier unten auf Funktionsweise von Markierungen. Dann habe ich diese Punkte hier drin. Der erste Punkt, das ist eigentlich der wesentlichste. Hier sage ich, ob ich es akzeptieren muss, wenn ich irgendwo getaggt oder geaddet wurde. Das heißt, wie man es hier auch schön sieht, ich sehe hier nachher auf die Pending Posts. Also hier werde ich zuerst gefragt, das habe ich hier akzeptiert, wenn jemand mich irgendwo auf einem Bild markiert beispielsweise, ob das in Ordnung ist. Und das ist das Wesentlichste. Also da verhindere ich, dass irgendwelche Bilder auf Facebook von mir rumschwirren, die ich eben nicht auf Facebook haben möchte. Dann hier der zweite Punkt, da geht es um Fotoalben. Das heißt, wenn ich hier ein Fotoalbum erstelle, beispielsweise von einem Firmenanlass, und dann kommt ein Freund von mir da rein und will irgendwen auf in dem Album drin taggen, dann muss ich das zuerst erlauben, wenn ich das hier aktiviert habe. Würde ich natürlich auch machen. Denn so kann natürlich irgendjemand getaggt werden, der das vielleicht nicht möchte. Also auch aktivieren. Dann maximale Profilsichtbarkeit. Da geht es um die Bilder, auf denen ich getaggt worden bin. Das heißt, die Bilder sind jetzt hochgeladen. Ich habe es vom ersten Punkt her akzeptiert, dass man das hochladen darf mit meinem Tagging drauf. Das heißt, wo ich beschrieben drauf bin. Und wer sieht die nun nachher in meiner Timeline oder auch in meinem Fotostrip oben drin? Und das kann ich hier halt auch wieder einstellen. Und da habe ich logischerweise nur Freunde drin, weil ich habe hier ja an, das heißt, ich kann hier vermeiden, dass unschöne Bilder von mir auf Facebook gestellt werden. Dann hier, das ist die automatische Fotoerkennung, die habe ich deaktiviert, das heißt, wenn hier jemand ein Bild von mir hochlädt, hat mittlerweile Facebook die Fähigkeit, dieses Bild zu erkennen, das heißt, mein Gesicht zu erkennen und wird dann automatisch vorschlagen, dass das eben der Philipp Sauber ist. Das macht es natürlich einfacher, diese Bilder zu taggen, das habe ich deaktiviert, das möchte ich nicht unbedingt haben, denn wenn es jemand hochlädt, der mich nicht kennt und es doch dann mit dem Namen versehen ist, dann passt mir das nicht. Und dann das Letzte, da geht es um die ganzen Location-Based Services von Facebook. Das heißt, wenn ich irgendwo einen Place einchecke, ich bin an einer Party beispielsweise, wird mir angezeigt, wer sonst noch hier ist und ich kann mich dann mit dem verbinden, dann sehen es natürlich die anderen auch wieder. Das habe ich aktiviert, ist für mich eigentlich kein Problem, aber wenn ich natürlich an Orte hingehe, dass ich Freunden nicht unbedingt zeigen möchte, dann würde ich hier das ausschalten. Das sind also die Funktionsweisen der Markierungen. Ein ganz wesentlicher Punkt hier, vor allem die Bilder, die von mir hochgeladen werden. Ich bin an irgendeiner Party, du irgendwas, das ich nicht allen zeigen möchte, werde aber markiert und hochgeladen. Das kann ins Auge gehen. Würde ich also sehr genau anschauen und eher ein bisschen mehr zumachen als zu viel öffnen. Das heißt, restriktiv vorgehen, wenn Sie diese Einstellungen machen. Das ist also der zweite Teil. Würde mich natürlich interessieren, wie ihr das Ganze hier eingestellt habt. Kommentare unten. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INMAG und Sie haben websitemarketing.ch geschaut.